Am 20. September ist der Tag der Kinderrechte. Oft wird vergessen, dass es dabei auch um die Rechte von Flüchtlingskindern geht. Weltweit sind 25 Millionen Kinder auf der Flucht. 65.000 von diesen Kindern leben in Deutschland. Das sind nur 0,25% der gesamten Flüchtlingskinder. Die meisten Kinder, meisten Flüchtlingskinder leben hier in Deutschland in Massenunterkünften, in sehr beengten Verhältnissen. Sie haben keine Ruhe, um zu lernen, sich zurückzuziehen. Oftmals ist es so, dass sie noch nicht einmal zur Schule gehen können. Und auch die gesundheitliche Versorgung ist nicht so, wie wir das unseren deutschen Kindern zur Verfügung stellen. Für jeden Arztbesuch muss eine Genehmigung der Behörde eingeholt werden. Und zum Beispiel, wenn ein Kind eine Brille braucht, wird das nicht finanziert. Die Kinder sind oftmals stark traumatisiert. Sie haben Monate der Flucht hinter sich, sie haben Kriegserfahrung, sie haben Gewalterfahrung. Und eine Behandlung, die die psychischen Nachwirkungen dieser schrecklichen Erfahrung bedeuten würde, steht ihnen meistens nicht zur Verfügung. Wir Grüne treten dafür ein, dass die Kinderrechte für alle Kinder gelten. Kinderrechte sind nicht teilbar. Sie gelten für Kinder, die hier in Deutschland geboren sind und auch für die, die hier bei uns in Deutschland Schutz suchen. Jedes Kind muss uns gleich viel wert sein, egal ob es hier geboren ist oder ob es hier bei uns in Deutschland Schutz sucht.